Hallo, hallo, hier ist die Jutta von Funkelkram. Schön, dass du da bist. Ich hatte ja in meinem letzten Video dieses Büchlein schon gezeigt. Das schauen wir uns jetzt ganz genau an. Das ist hier Schneewolf, ein Old Red Book. Und dazu gibt es mal wieder ein Schnipselbuch. Und das schauen wir uns nachher auch noch genauer an. Aber mit dem legen wir jetzt erstmal los. Das habe ich ja aus diesem Papier Arctic Antarctica von Stamperia gemacht. Und es ist ein Old Red Book, das heißt also ein umgebautes Buch, das ich einmal komplett angemalt habe. Das war irgendwie so ein langweiliges Buch. Und ich habe was anderes gemacht als normalerweise, denn ich habe das Buch diesmal richtig lackiert. Weil ich wollte, dass das aussieht wie so eine Eisfläche. Und ich habe da ein bisschen Glitzer dran gemacht. Hier sieht man das so ganz leicht. Nicht viel, das ist unser Mermaid-Glitter, der passt da aber auch ganz fantastisch zu. Naja, und dann haben wir natürlich hier hinten drauf noch den süßen kleinen Eisbär und ein bisschen Spitze. Die Farbe, die ich dazu verwendet habe, diesen Blauton, das ist dieses Blue-Gray-Acrylfarbe, die gibt es bei uns im Shop. Habe ich euch den Link unten dran gehängt. Und dann habe ich hier einfach mit weißer Farbe das angemalt. Und dann vorne diesen wunderschönen Wolf draufgeklebt. Und da habe ich auch tatsächlich mit diesem 3D-Schnee, also künstlicher Schnee aus der Tube, dieses Zeug da. Nee, Snow Effect, nicht 3D-Schnee, so heißt das. Snow Effect. Mit diesem habe ich das gemacht. Das ist ziemlich klasse. Der ist also wirklich, habe ich im Buch auch noch ein paar Mal verwendet. Das ist also eine feine Sache, gerade jetzt auch im Hinblick auf Weihnachtsdeko und so. Da kann man schöne Sachen mitmachen. Ja, und den Holzrahmen, den kennt ihr ja eigentlich schon. Den haben wir ja bei uns im Shop. Den habe ich einfach auch angemalt mit Mintgrün und dann beglitzert. Und dann jede Menge schöne silberne Sachen drauf gemacht. Also diese Ecken, die haben wir jetzt auch im Shop. Und dann die kleinen Schneeflöckchen, weil ich einfach fand, dass zu diesem arktischen, kalten Schnee Silber einfach besser passt als Antik. Und das ist bei dem ganzen Buch so. Da habe ich auch pastellfarbenes Papier benutzt. Das ist also diesmal nicht im Vintage-Look. Für mich alles so ein ganz kleines bisschen ungewöhnlich. Ich habe ja eigentlich immer eher so diesen Vintage-Shabby-Look. Aber ich fand, hier passte das nicht so gut zu. Und ja, ich finde es aber total niedlich, wie es geworden ist. Ach ja, und meine schönen Bommeln. Ich finde diese Schneeflocken-Bommelborte, die finde ich sowas von herrlich. Da habe ich so einen Spaß dran gehabt an dem Zeug. Zumal ich ja dann auch, wenn ich sitze und so ein Buch dann in der Hand habe, ich muss ja immer spielen. Oh Himmel, ich hoffe, dass wir alle nie so erwachsen werden, dass wir an solchen Sachen keinen Spaß mehr haben. Und hier drin geht es dann gleich los, auch mit dem Stamperia-Papier. Ich hatte ja in dem Video mal gezeigt, im letzten, am Mittwoch, wie man dieses Papier so einsetzt, dass man da möglichst viel von hat. Weil bei den Stamperia-Blöcken ja immer die Frage ist, welche Seite verwende ich jetzt? Das Papier ist ein Traum und eigentlich möchte man ja keine Seite verschwenden. Klar, die einfachste Lösung ist, du nimmst einfach zwei Blöcke. Aber das kann man sich ja nicht immer leisten und manchmal möchte man das einfach auch nicht. Also schauen wir jetzt hier uns das nochmal ein bisschen an. Das sind die Die-Cuts natürlich dazu. Der Eisbär, ist das nicht süß mit dem Baby hier? Ich kann mich da so richtig verlieben, ne, in so Papier. Ich bin dann immer so entzückt von allem, was ich da so sehe. Und dieses finde ich wirklich, dieses Winterpapier finde ich ganz besonders schön. Da habe ich dann eine kleine Karte gemacht. Das ist mit dem Prägefolder einfach geprägt und ein Die-Cut drauf gemacht. Und diese Mini-Breads in Herzform, die gibt es nicht bei uns im Shop. Das ist aus meinem persönlichen Bestand. Ja, hier dann einfach ein Bellyband und dahinter habe ich ein Stückchen Papier gemacht und ich finde, wenn man sich das jetzt so anschaut, also so sieht das ja schon gut aus, einfach dieses geprägte Band mit dem Bild, aber so richtig rund wird das eigentlich erst, wenn da jetzt noch was dahinter steckt. Ich finde, dann sieht das so richtig raffiniert aus. Und wenn wir uns das jetzt durchblättern, dann werdet ihr sehen, es ist nicht wahnsinnig doll dekoriert, so ein bisschen einfach, weil ich gerne möchte, dass der neue Besitzer so ein bisschen so einen Anschubser bekommt, was man so machen kann. Aber mir ist halt ja ganz wichtig, dass diese Bücher, die ich mache, auch verwendet werden. Die sollen ja nicht irgendwo, ich sag mal, in Anführungszeichen auf dem Altar rumliegen und ab und zu mal ehrfürchtig durchgeblättert werden, sondern die sind ja dazu gemacht, um darin zu schreiben, damit du deine Gedanken darin festhältst, dass du vielleicht Gedichte oder Sprüche darin sammelst, deine Lebensmomente reinschreibst, was auch immer. Ja? Vielleicht möchtest du auch einfach nur basteln und weitere Collagen kleben. Arktika passt ja gut zum Winter, vielleicht warst du viel im Winterurlaub und fährst gern Ski und möchtest deine Erlebnisse hier reinschreiben und ein paar Urlaubsfotos dazu kleben, sowas in der Art halt. Und deswegen habe ich das jetzt einfach nicht so viel dekoriert, es ist ja auch recht klein, das heißt, man braucht einfach Platz, wenn ich da so viel drauf mache, dann bleibt ja nicht mehr viel zum Schreiben. Und es gibt eben das Schnipselbuch, in das wir gleich noch reingucken werden, mit ein bisschen Material, damit man direkt anfangen kann und gleich mal einen Grundstock hat, um hier loszulegen. Das ist denn so ein Papier, was schon so strukturiert ist. Kann man das sehen? Wenn ich ein bisschen näher komme vielleicht. Ja, man sieht es.
Das ist so in sich strukturiert. Das war so ein Papierset, da waren so alle möglichen Papiere drin und eben auch welche, die schon von vornherein so geprägt sind. Mit ein bisschen Stempel, das hatte ich ja auch im Video gezeigt, kriegt das Ganze einfach so ein bisschen Pfiff. Und hier habe ich dann meine Reste verwertet. Und das ist ja dann eigentlich auch der perfekte Platz, um da einen schönen Spruch reinzukleben oder eine kleine Motivation, ein Wort. Oder wenn man so gerne ein Dankbarkeitsjournal hat, könnte man hier auch so reinschreiben, dankbar für. Und dann so in ein, zwei Sätzen, das muss ja gar nicht viel sein, schreiben, was man Schönes erlebt hat an dem Tag, was einen gefreut hat. Ich finde immer, wir meckern immer alle so viel und regen uns so gerne auf. Da ist es ganz besonders wichtig, dass wir die schönen Dinge im Leben festhalten. Ja, und das ist mein Pinguinstempel. Da habe ich mal so ein Set geschenkt bekommen. Die gibt es also auch nicht bei uns im Shop. Ich finde die aber total lustig. Die Pinguine machen einfach Spaß, oder? Ich finde Pinguine einfach herrlich. Ja, und dann einfach nochmal zum Hochklappen. Kann man denn so eine geheime Botschaft darunter verstecken. Und auch auf die Rückseite zum Beispiel. Hier könnte man auch nochmal eine Pocket vielleicht dran kleben, um noch irgendwas aufzubewahren. Vielleicht ein kleines Foto oder sowas. Da muss man einfach mal so ein bisschen die Kreativität kreisen lassen. Da fällt einem, glaube ich, eine Menge ein. Und dann eben einfach auch viel Platz zum Schreiben und für Collagen und sowas, damit das Buch eben wirklich benutzt wird und nicht nur als Bilderbuch irgendwo rumliegt. Die Seiten sind hier mit Gummiband eingezogen, was jetzt gerade nicht will, so wie ich. So. Also die kann man rausnehmen, die Signaturen. Das heißt, wenn die voll sind, könnte man weitere Signaturen basteln. Man könnte sie hier einfach reinziehen und diese dann, die voll geschrieben sind, anderswo aufbewahren. Und hier sind dann die süßen kleinen Schneeflocken. Die mag ich auch so total. Gefallen mir unheimlich gut, diese Anhänger. Habe ich also auch total viele überall dran gehängt, weil ich die einfach so hübsch finde. So. Und die Schnur ist natürlich lang genug zum Schreiben, dass man die Sachen dann nach draußen legen kann, dass sie einen halt nicht stören, wenn man im Buch arbeiten möchte. Denn wenn man dann jetzt hier so schreibt, man hat da so diese Knuddel drunter, dann funktioniert das nicht so ganz so gut. Geht schon, aber einfacher ist es einfach, wenn man es raustut. So, ordentlich Journalplatz in vielen schönen verschiedenen Farben, alles diese schönen Eisfarben, finde ich sehr harmonisch. Das hat also so viel Spaß gemacht, das so zusammenzustellen, auch einfach, dass es dann so im Fluss immer weitergeht mit diesen Farben. Und noch der Rest, die andere Seite dann von den Resten, mit einem süßen Iglu. Als Kind wollte ich immer ein Iglu bauen. Wir haben es, glaube ich, nie ganz geschafft, aber wir haben 100 Mal angefangen. Und meistens ist es daran gescheitert, dass wir das Dach oben nicht hingekriegt haben. Wir hatten dann also nur so eine Mauer bis da oben, aber hat zum Spielen auch gereicht. Und ein niedliches kleines Pinguinbaby. Die sind so fluffig, die finde ich so putzig. Obwohl ich tatsächlich in echt noch gar kein Pinguinbaby gesehen habe. Natürlich kenne ich Pinguins aus dem Zoo. Pinguins? Pinguine. Entschuldigung. Pinguine aus dem Floh. Aus dem Floh. Wenn es einmal losgeht. Ich kenne Pinguins aus dem Floh. Genau, ich kenne Pinguine aus dem Zoo. Aber Babys habe ich noch nie in echt gesehen. Ja, und dann diese großen Die-Cuts hier, die ich so wunderschön finde. Und die waren für mein Buch einfach zu groß. Und dann habe ich die kurzerhand mit einem Mini-Bread, mit diesem Sternchen. Die hatten wir mal im Shop, die gibt es aber nicht mehr. Die sind im Moment nicht lieferbar. Ich habe aber noch ein paar. Und ich fand, der Stern, der passt so schön zum, zur Arktis und zum Eis. Habe ich den hier so reingemacht, dass man den einfach runterdrehen kann. Und wenn man dann schreiben möchte, kannst du den einfach ganz rausdrehen aus der Seite. Und ansonsten hat man was Schönes zum Spielen. Das fand ich eigentlich ganz nett. Und ich habe halt gedacht, so vielleicht bekommt das Buch ja auch jemand, der Kinder hat oder Enkelkinder. Und die sind ja sowieso immer total neugierig. Wenn die so Sachen sehen, so, oh, tolles Buch und so, darf ich mal gucken. Und ich finde, das ist dann halt auch so ein kleines Spielzeug, wo man sagt, ja, guck mal, und dann nehmen wir den Eisbär und dann marschieren wir über die große Eisfläche und suchen irgendwas. Es gab doch mal Lars, den kleinen Eisbär. Den hat meine Tochter so gerne gehabt als kleines Mädchen. Und da kann man sich ja sonst was an Geschichten zu ausdenken. Schönes kleines Spielzeug. Und eben eine Möglichkeit, wie man diese riesigen, wunderschönen Die-Cuts eben doch in einem recht kleinen Buch dann mal verwenden kann. Das ist jetzt einfach eine Collage, habe ich einfach auf die Rückseite geklebt. Und das ist dieses Talmud-Papier, das habe ich auch schon 100 Mal gesagt, aber wir haben so viele Neulinge, die das vielleicht noch gar nicht so kennen. Da muss man sich keine Sorgen machen, weil das so glatt ist, dann denkt man ja, dass alles, was man da drauf schreibt, verschmiert, tut es nicht. Da kann man mit einem ganz normalen Stift drauf schreiben, das ist überhaupt kein Problem. Ja, und das sind dann diese kleinen Kärtchen, die sind ja bei dem Papierset von Stamperia sowieso immer dabei. Deswegen machen die ja so einen Spaß, weil man die Deko gleich inklusive hat. Und da habe ich hinten dann einfach noch ein bisschen Material dran gemacht. Einmal hier das Forscherschiff auf Arktis-Expedition und einen kleinen Bilderrahmen. Da habe ich gedacht, so, da kann man auch für eine Collage oder so, kann man was Schönes draus machen. Könnte man auch noch ein bisschen Schnee wieder drum machen oder so. Also, wie gesagt, da wird dem neuen Besitzer schon irgendwas Schönes einfallen, was man damit veranstalten kann.
Hier haben wir nochmal unseren hübschen Schneewolf, auch dass man ihn zur Seite schieben kann, wenn er stört, wenn man hier drauf schreiben möchte. Und auf dem dunklen Papier kann man eben besonders gut mit so Gelstiften schreiben, in Silber oder in Weiß oder so. Mit einem schwarzen geht es auch ganz gut, damit man das auch sieht, falls man richtig Tagebuch schreiben möchte. Und dort hatte ich noch ein Stück von meiner geprägten Papier, von meinem geprägten Papier über. Das habe ich hier dran gemacht. Ich habe es nur so ein bisschen festgeklebt, nicht so ganz, weil ich eben wollte, dass man gut was hinterstecken kann. Und das sind dann eben die Karten aus dem Stemperia-Set. Und das Schöne ist ja wieder zwei Seiten. Also hinten ist auf jeden Fall auch Platz für einen Spruch oder für ein Gedicht oder sowas. Für irgendeine nette kleine Notiz. Ein paar schöne Gedanken. Und ich finde, von der Größe her wäre das auch gut geeignet, so als Rezeptbuch. Ne? Da könnte man wunderbar so Winterrezepte, muss ja nicht immer alles nur Weihnachten sein, aber eigentlich isst man im Winter ja doch andere Dinge irgendwie als im Sommer. Und vielleicht auch für schöne Getränke, für Kakao und Chai und solche, gibt es ja so ganz tolle Sachen, die man machen kann. Das könnte man hier ganz wunderbar drin sammeln. So, das ist ein Die-Cut aus dem Set und da steht was drauf, was ich garantiert nicht vorlesen werde. Ich weiß noch nicht mal sicher, ob das Spanisch oder Italienisch ist. Ich kann weder das eine noch das andere. Also versuche ich es gar nicht erst. Ich versuche gar nicht erst, mich hier lächerlich zu machen. Und noch eine süße kleine Schneeflocke. Ja, und da ist dieses tolle Forscherschiff. Kann man sich so richtig vorstellen, durch das Eis. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte da Schiss. Wenn man da einfriert und dann stecken bleibt, und ich meine, es ist ja in der Geschichte auch passiert, heute eigentlich nicht mehr so, weil die alle GPS haben. Und wenn einer wirklich stecken bleibt, dann kann man den ja abholen, irgendwie mit dem Hubschrauber oder so. Aber da sind ja eine Menge Menschen wirklich auch nicht zurückgekommen, als man das alles erforscht hat. Da gibt es Berichte drüber. Da mag ich gar nicht länger drüber nachdenken, wie das ist, wenn man im Eis feststeckt. Ja, hier ist dann nochmal eine Karte mit den süßen Pinguinen. Das finde ich bei dem Stempelset, was ich da bekommen habe, so lustig. Da sind nämlich tatsächlich Mützen und solche, eine Fliege und ein Schal und solche Sachen dabei, dass man den Pinguinen was anziehen kann. Da hatte ich totalen Spaß, hier zurechtzumachen. Und da ist auch, sieht man das, wenn ich näher komme? Kriege ich das auf die Kamera drauf? Die glitzert, die Karte glitzert ein bisschen. Ja, jetzt sieht man es. Immer schwierig, den Winkel zu finden. Ganz wenig. Ich habe so ein Glitterzeug zum Draufpinseln und das ist aber so hauchfein, das ist also schön. Und das, ich fand so, der Schnee, der glitzert ja auch immer so, ne? Wenn es schneit und die Sonne scheint, das ist, finde ich, so mit einer der schönsten Anblicke in der Natur überhaupt, wenn das dann glitzert, als wären da 1000 kleine Diamanten im Schnee versteckt. Wunderschön. Ich bin kein Fan von Schnee, aber das mag ich dann tatsächlich, wenn das so, die Schneedecke noch so unberührt ist und dann die Sonne drauf scheint und das so glitzert, das finde ich total schön. Ja, hier haben wir dann noch so ein paar Forscherkarten, damit die Polarforscher auch wissen, wo es hingeht. Bisschen was zum Spielen. Und vor allen Dingen halt auch, um es aus dem Weg zu drehen, wenn man hier drauf arbeiten möchte und schreiben möchte. Und das ist dann, ja, ich sage mal Papa-Pinguin. Ich weiß gar nicht, ob das der Papa ist, aber der sieht für mich so aus. Einer, der nach seinem Kleinen sucht, um ihm einen Fisch zu bringen. Dann nochmal eine Karte hinter einem Die-Cut, der auch so, wie er ist, in diesem Set ja dann schon dabei ist. Und das macht das Dekorieren immer so einfach, das finde ich immer schön. Und dann habe ich hier noch ein bisschen Naturpapier mit reingesteckt, einfach weil das so ein schönes Papier ist und sich so gut anfühlt. Und es hat ja schon auch so ein bisschen was von einer Schneedecke. Es ist ein bisschen gelb, es wäre dann doch recht dreckiger Schnee, aber man könnte es ja zum Beispiel auch einfach weiß anmalen. Aber farblich fügt sich das hier auch ganz prima ein. Und ich dachte, dann hat man ein bisschen was zum Spielen und auch mal ein bisschen ungewöhnliches Papier. Das macht ja dann auch Spaß beim Dekorieren. Und hier habe ich dann eben so diese Seite eingeklebt, weil ich auch die Rückseite so schön fand. Ich wollte nicht, dass das verloren geht. Und das ist ja dann immer mein Trick, das einfach zu falten, hier reinzumachen, die Seite umzukleben als Pocket. Dann habe ich wenigstens die Seite mit dem Bild, die habe ich auf jeden Fall gerettet. Und so ein bisschen was von der Rückseite mit dem schönen Muster habe ich dann eben auch. Und das ist immer der einfachste Weg, um mit Stemperia-Papier zu arbeiten, dass man eben beide Seiten verwenden kann. Und das ist ja auch so, dass die Die-Cuts oft schon passend sind für die Motive auf dem Papier, damit das so ein bisschen dreidimensional wird. Und da habe ich dann den Wal, der hier schon sowieso drunter ist, einfach nochmal als Die-Cut draufgeklebt, damit das so ein bisschen, damit das ein bisschen mehr Kavum bekommt. Ja, hier ist dann noch ein Die-Cut hingeklebt. Und jetzt haben wir den Papa oder vielleicht auch die Pinguinmama mit ihren süßen Kleinen. Life is an expedition. Das Leben ist eine Expedition. Ja, das kann man schon mal sagen. Ne? Da muss man echt forschen, damit man durchkommt. Ja, und hier habe ich dann nochmal mit dem Schnee rumgehext, weil das einfach so einen Spaß gemacht hat. Und ich fand, dass der zu dem Wolf so gut passt. Und das ist ein Guckloch.
Also man könnte ohne weiteres auch was dahinter kleben. Vielleicht hast du ein schönes Foto oder ein Porträt oder so, was du dahinter kleben möchtest. Aber so ist es auch witzig. Also ich dachte, kann man ja auch mal machen, oder? Und dass die Bilder so schön oval sind. Ich habe so einen Stanz, so einen Knipser, der die Bilder so ausstanzt. Und das war ursprünglich, war das ein ganz normales, eckiges, wie die halt die Kärtchen hier, die wir ja jetzt schon gesehen haben. Und die habe ich dann einfach ausgeschnitten. Man muss das ja nicht in der Form lassen, in der das ist. Und dann haben wir hier nochmal unser süßes kleines Baby und wieder Platz für einen schönen kleinen Spruch. Und noch einen Pinguin und ordentlich Platz. Immer wieder mit diesem Kalligrafiestempel einfach so ein bisschen dekoriert, damit es nicht so ganz so langweilig aussieht und man einfach so eine kleine Grundlage hat. Ja, und jetzt muss man wieder ein bisschen spielen, ne? Muss ja mal ein bisschen Spielzeug einbauen. Kann man die rauf und runter schieben. Hat den Vorteil, wenn man schreiben möchte, macht man einfach die Sachen runter zur Seite aus dem Weg und dann kann man weiterarbeiten. Und im Übrigen ist es immer schön, wenn man was zum Spielen hat in so einem Junk Journal. Macht mir immer wieder Spaß. Seht ihr ja schon, ne? So, ich fange schon wieder an. So, la, la, la. Darum finde ich es Junk Journal das schönste Hobby, weil man so viel spielen darf. Ja, und dann geht es mit der Spielerei gleich weiter. Hier habe ich erstmal noch eine Schneeflocke rangeknotet und dann ist ja auf der Rückseite von den Stamperia-Blöcken immer angezeigt, was da für Bilder drin sind, wenn man den rumdreht, damit man auf einen Rutsch das gleich sieht. Und die fand ich halt so niedlich und wollte die benutzen und habe dann jetzt ein Mini-Mini-Mini-Journal draus gemacht. Wo also wirklich in ganz klein, ich zoome mal ran, damit ihr eine Chance habt, das zu sehen. Ihr seht also jetzt hier, ne, wenn ihr da meine Finger seht, wie klein das tatsächlich ist. Mini, mini. Und das ist dann tatsächlich auch einfach Spielerei. Ich glaube, das ist fast zu winzig, um was reinzuschreiben. Da haben wir dann eben nochmal den Eisbären hier mit dem Baby hinten drauf. Da ist noch die Nase vom Wal. Der war zu groß für das kleine Buch. Die Pinguine. Und hier ist das schöne Eistor, was wir ja ganz vorne am Anfang in dem Buch hier schon mal haben, die Seite. Ja, und das ist das mit diesem Schiff und mit der Walfischflosse. Und dann ist es auch schon fertig. Und das ist ja wirklich eine Spielerei. Ich habe es einfach nur zusammengetackert mit der Klammer. Weil das halt dann doch immer so ein bisschen aufsteht. Das Pappzeug ist halt ein bisschen... Pappzeug klingt auch wieder völlig falsch. Also die Pappe, die wenn man die so ganz klein macht und faltet, die ist dann immer so ein bisschen sperrig. Sperrig. Heute ist Sprechen echt... funktioniert heute nicht gut. Und ja, dann habe ich es halt einfach zusammengepinnt, weil ich es so niedlich fand. Und ich dachte so, als Lesezeichen ist das ganz nett und man hat eben eine kleine Spielerei. Und jetzt muss ich mal zurückzoomen, damit ihr hier überhaupt seht, was ich hier treibe. Und ist natürlich auch lang genug, ne? Seht ihr schon, damit man es raustun kann aus dem Buch, damit es hier beim Schreiben nicht stört. Und das ist ja auch mal eine süße Idee, einfach für Reste, ne? So ein paar Schnipsel einfach zusammen zu heften, um da nochmal so ein ganz kleines Büchlein draus zu machen und das hier irgendwie mit einzufügen. Weil spielen tun wir ja alle gerne. Ja, und der wunderschöne Wolf, der hier auch mit der Pfote einfach festgemacht ist. Und das sind unsere Mini-Klettverschlüsse. Und das kann man ja super cool machen. Einfach einen kleinen Fitzel abschneiden, ne? Und dann hält er und rutscht nicht raus. Und man kann spielen und man kann ihn eben rausdrehen und man kann die ganze Seite dann benutzen. So, gib Pfötchen. So. Ja, und hier habe ich dann einfach eine Büroklammer dekoriert, da habe ich einfach Packpapier zwischengetan und habe das dann festgeklebt, weil diese Seite sieht man ja nicht, wenn die auf dem Papier steckt. Von daher muss man da sich nicht allzu viel Gedanken drum machen. Aber es ist immer ein bisschen netter, wenn man an eine Büroklammer so eine Kleinigkeit dranhängt. Hier haben wir das dann einfach zum Hochklappen. Kann man da drunter noch ein bisschen was schreiben. Und damit es nicht rumflackt und einfach, weil es Spaß macht, kommt eben diese Büroklammer dahin. Außerdem finde ich, passt das so schön hier ins Design. Bisschen rüberschieben. So. Sieht ja so aus, als müsste die dahin, ne? So, als gehört die dahin. So, und dann nochmal ein kleiner Pinguin. Weil man nie genug Pinguine haben kann und ein paar leere Seiten, schön zum Dekorieren. Ganz hinten noch eine schöne Tasche, eine Pocket und nochmal eine Karte, die so ein bisschen geprägt ist, einfach zum Verwenden hier in dem Buch. Und dann habe ich hier noch was eingebaut. Einmal dieser herrliche Schneewolf ist nochmal da. Und hier haben wir dann ein kleines Blöckchen, einfach mit ein bisschen Papier. Da habe ich nur einen Cut drauf gemacht, aber das kann man auswechseln. Ne? Wenn das also vollgeschrieben ist, da könnte man zum Beispiel seine Ideen festhalten, was man hier noch so eintragen wollte, ein paar Gedanken. Und wenn das voll ist, dann kannst du dir einfach Neues zurechtschneiden und da reinmachen. Das ist ganz, ganz schnell und einfach ausgetauscht.
Hier in die Tasche habe ich dann aus dem Mermaid-Set, da hatte ich noch einen Oktopus über und ich fand, der passt perfekt zu diesem Papier. Ich finde überhaupt, dass das Mermaid-Papier eigentlich ganz gut dazu passt. Gibt es Winter-Mermaids? Haben Mermaids Winterklamotten, wenn die im Eis rumschwimmen? Ich habe keine Ahnung. Das wäre ja auch mal eine Idee für ein neues Kinderbuch. Die Winter, die Schneemermaids. So, da haben wir also den Oktopus, der da wunderschön zu passt. Und das Ding ist tatsächlich mit einem Magneten halt auch fixiert, ne, damit das auch zu bleibt. Und der Magnet ist auch stark genug. Das sind die Mini-Magneten bei uns aus dem Shop. Wenn das Papier da drüber liegt, der Magnet hält also trotzdem. Das geht durch einige Papierstücke geht das durch. Da muss man sich keine Sorgen machen. Tja, das war das. Und wenn man denn jetzt dieses Buch hat, dann gibt es dieses wunderschöne Schnipselbuch dazu. Ich liebe Schnipselbücher. Einfach, weil es so praktisch ist. Ich habe die ganz oft zu meinen Junk Journals, wenn ich die mit in den Urlaub nehme oder wenn ich übers Wochenende wegfahre und ich möchte aber dann da irgendwie unterwegs drin arbeiten oder so. Dann mache ich mir so ein Schnipselbuch und dann tue ich mir da Reste und Papierchen und alles, was ich da noch so reinkleben wollte, rein. Im Urlaub habe ich immer ein paar Sachen dabei, damit ich in meinem Journal arbeiten kann. Aber ich benutze es vor allen Dingen halt auch, um Kram zu sammeln. Visitenkarten, irgendein Zeug, was ich in Restaurants, Zuckerpäckchen und so, was ich so mitnehme. Dann habe ich alles für mein Buch beieinander. Am nächsten Mittwoch zeige ich euch, wie ich meine Schnipselbücher baue. Denn das ist aus Briefumschlägen gemacht und aus Papierresten, die ich einfach so zusammengeklebt habe. Und das ist eine ganz praktische Sache. Hier die Fenster, da sieht man dann, was man drin hat. Und jede Ecke wird halt genutzt, damit man da noch was reinstecken kann. Hier einfach übereinander geklebt. Ihr seht aber auch hier der Briefumschlag, da ist wirklich jede Menge Zeug. Und auch Die-Cuts, die ich noch über hatte und sowas, habe ich alles hier mit reingepackt. Sogar von meinen süßen kleinen Büroklammern sind welche mit drin. Damit der neue Besitzer direkt mal einen kleinen Grundstock hat, um hier so loszulegen. Und wie man so ein Buch bastelt, das zeige ich euch, wie gesagt, am nächsten Mittwoch. Und dann könnt ihr das für eure Bücher machen. Und das ist einfach auch schön zum Verschenken, wenn man vielleicht mal eine Happy Mail verschicken möchte oder so. Und man will nicht die ganzen Schnipsel einfach in einen Umschlag tun. Denn wir wissen ja alle, ne, Papierreste sind ja für uns Gold. Da habe ich dann noch eine Karte mit reingesteckt. Kann sie mal ganz rausholen. Da haben sie die Schals an. Ich sagte ja, ne, die Stempel, wo man den Pinguin mit anziehen kann. So, und hier habe ich dann noch, ne, was ist da drin? Auch einfach noch ein paar Reste und dann habe ich so ein Hologrammpapier mit so Schneeflocken. So kann man es sehen. Was einfach auch farblich, finde ich, ganz wunderbar da reinpasst. Und noch ein Rest aus dem Papierset, was ich verwendet habe. Also ein wunderschöner Grundstock, damit man hier loslegen kann und das Buch schön noch ein bisschen weiter dekorieren, ein paar Collagen kleben und sowas alles. Und das gehört jetzt zu diesem Buch ganz einfach dazu. So. Jetzt habt ihr das gesehen, mein Arktika-Papier. Versuch Arktik, Antarktika, das finde ich ist echt ein schweres Wort. Deswegen habe ich es Schneewolf genannt, das Journal. Das ist für mich wesentlich einfacher. So, das war's jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass mir sehr gerne einen Kommentar. Was mich vor allen Dingen mal interessieren würde, wir haben ja das Arktika-Papier, dieses hier, und wir haben das Wintermärchen. Da kommt ja dann nächste Woche das Junk Journal. Und ich bin mal gespannt, was euch eigentlich besser gefällt. Habt ihr einen Favoriten? Ich finde sie beide schön. Ich kann mich gar nicht entscheiden, was ich eigentlich wirklich schöner finde, weil ich finde sie beide für unterschiedliche Dinge gut, muss ich sagen. Das Wintermärchen finde ich also auch ganz entzückend, ist wahrscheinlich das richtige Wort, auch wenn das vielleicht ein bisschen altmodisch klingt. Und dieses hier finde ich auch so, das ist so zum Träumen. Ne? Wenn man also so ein bisschen mehr so Abenteuer und sowas mag, dann ist das hier das Richtige. Und für Wintertale ist also so dieses romantische Märchen, Winterfee, Eisprinzessin. Aber ich mag halt einfach beides. Und von daher bin ich eigentlich ganz froh, dass ich mich gar nicht entscheiden muss, dass ich einfach mit beidem arbeiten kann. So. Von daher würde ich gerne wissen, wie du das denn jetzt so siehst. Was macht dir Spaß? Welches findest du besser? Oder ist es für dich genau das Gleiche, dass du denkst, ja, kann ich mich auch nicht entscheiden. Ich habe auch beides genommen. Würde ich sehr spannend finden. Hinterlass mir sehr gerne einen Daumen hoch. Das hilft mir mit meinem Videokanal. Und jetzt hoffe ich, dass du einen wunderschönen Sonntag hast und dass du viel Zeit hast für Kreativität und dich zu amüsieren und entweder ganz romantisch zu träumen oder abenteuerlich, was dir mehr Spaß macht. Bis zum nächsten Video. Ciao!